In Hessen gibt es keinen einzigen Landkreis, in dem mehr als 30-35% an einer Landratswahl beteiligt waren. In Sonneberg haben deutlich über 50% gewählt. Das ist für eine Kommunalwahl, für eine Landratsdirektwahl eine erstaunlich hohe Zahl. Und wieder war der Punkt, na ja, man muss ja beachten, die meisten haben ja überhaupt, oder viele haben ja gar nicht gewählt, die wollen das alle nicht. Und ich finde, dass wir uns dieser bitteren Wahrheit stellen müssen, dass es offensichtlich in ganz Deutschland und in einigen Teilen Deutschlands offenkundig mehr eine verfestigte Verachtung gegenüber Demokratie gibt, eine Geringschätzung der Freiheit. Also jetzt muss ich mal kurz dazwischen gehen. Entschuldigen Sie, warum, also es ist jetzt überhaupt nicht meine Aufgabe, AfD-Wähler irgendwie in Schutz zu nehmen. Das habe ich auch, glaube ich, noch nie gemacht. Nee, aber zu erklären. Warum ist es eine Geringschätzung der Demokratie, wählen zu gehen und eine Partei zu wählen, die Ihnen nicht passt? Ja, weil ich wähle ja nicht irgendeine Partei. Ich wähle eine Partei, die ganz offen sagt, dass sie diese Demokratie verachtet. Die AfD in Thüringen ist nicht irgendeine rechtspopulistische Partei. Sie wird vom Verfassungsschutz als durchgängig rechtsextrem eingestuft. Ja. Herr Höcke ist nun nicht irgendein sich bürgerlich tarnender AfD-Politiker. Ich glaube, Herr Höcke symbolisiert auch den faschistoiden Teil der AfD.